Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kriegsraum. Heute geht es um zwei Dinge. Einmal geht es um Pressefreiheit und dann geht es um den Super Seducer, How to Talk to Girls. Das gehört tatsächlich zusammen aus irgendeinem Grund heute. Und zwar geht es darum, dass der Macher von diesem Programm, beziehungsweise, also ich weiß nicht genau, dieser RLR, ich denke mal, dass auch der Inhaber von der Firma ist, aber der Macher, der das gemacht hat, ist der Typ hier, den ihr hier gerade seht, der nennt sich wohl Richard LaRuiana, Ruina, schwieriger Name. Das ist auf jeden Fall der Kamerad, der ist wohl irgendwann mal reich geworden durch Aktien und so, was ich gehört habe. Und hat dann Langeweile gehabt und hat gelernt, Super Pickup-Artist zu werden. Wie nennt er sich? Super Pickup-Artist oder irgend sowas, nennt er sich selber. Ne, weiß, wie er Frauen aufreißt. Das ist sein Fachgebiet und macht darüber einen YouTube-Channel und macht darüber Videos. Und ihm ist eben auch dieses Programm hier vorne, ne? Und das selbst ja noch nicht so spektakulär, sowas würde ich einfach skippen, das interessiert mich ja nicht die Bohne. Aber ich habe halt mal reingeklickt und hab mal hier aus Neugierde, einfach weil ich Langeweile hatte, auch draufgelegt, mir ein paar Szenen angeguckt und fand das halt total albern, ne? Ich komme gleich mal um ein paar Szenen zu sprechen. Und dann habe ich halt reingeguckt, was die anderen Leute dazu sagen, weil die Kritiken hier oben, ne, mit 80% oder 90% sogar, sind halt relativ gut sogar gewesen. So, und habe ich hier geguckt und direkt das Erste, was alle mochten, war von dem YouTuber, der gesagt hatte, dass der Richard, ich nenne jetzt einfach Richard, weil das so schwierig ist mit dem Nachnamen, der Richard, der ist hingegangen und hat sein Video offline genommen, hat ihm Strike verpasst, hat also einen DMCA-Claim gefeilt wohl. Und ja, hat dann einen Strike dem verpasst und hat da Machtspielchen versucht und versucht eben den Typen, der das Video gemacht hat, dem einen Petty Jack, das Video ist wieder online inzwischen, hat versucht, dieses Video, was ihr hier vorne seht, hat er versucht halt offline zu nehmen für immer und seine schlechte Presse zu unterdrücken und eben noch gleichzeitig ein paar Beleidigungen im Kopf geworfen dem YouTuber. Ist ein kleiner YouTuber, sogar noch kleiner als ich, englischsprachig. Und der hat auf jeden Fall ein Programm, eine Serie wohl. Fangen wir mal vorne an. Wie ist das gelaufen, das Ganze? Also der ganze Vorgang. Könnt ihr hier das Video angucken hier vorne? Das ist das offizielle Video von einem Petty Jack, der dann nochmal erklärt, wie der gesamte Vorgang war. Ich kann das mal grob für euch zusammenfassen. Der Vorgang war wohl folgendermaßen: Der hat eine Serie, der ein Petty Jack hier, die nennt sich The Worst Game Ever. Also, das heißt nicht, dass das Spiel das Worst Game Ever ist, der hat halt echt eine Serie, die heißt so, ja. Das ist dann irgendwie jedes Spiel, was der halt castet, heißt halt Spiel, ne, also XY der Name und dann The Worst Game Ever. Das ist einfach der Titel von seinem Ding, wie manche Let's Play vorschreiben. So, und der hat dann die Firma angeschrieben von ihm hier, die, also ich denke, dass ihm die Firma gehört auch, weil er hat das nämlich auch nachher hoch und runter nehmen können. Das kannst du ja nur, wenn du Besitzer bist, als Privatperson geht das ja nicht. Und auf jeden Fall hat er die Firma angeschrieben und die haben ihm dann auch zwei Keys wohl zugeschickt, hat er als Videobeweis hier auch hergezeigt und ihm erlaubt, ein Video zu machen, monetarisieren und was nicht alles, das Übliche halt, ne, was ich auch immer so bekomme. Und dann hat er das eben gemacht und das war dann dieses Video und das ist sehr kritisch, muss man sagen, zu seinem Super Seducer-Programm. Also wirklich sehr, sehr kritisch, ich habe mir das eben auch mal angeguckt. Die gehen da halt, der geht da wirklich auf, also eigentlich geht der, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der halt drei Schwerpunkte, kann man es glaube ich zusammenfassen. Der eine ist, er kritisiert ihn als Person, dass der halt wirklich von der Materie keine große Ahnung hat. Das sieht man halt auch in den Beispielen, die da drin genommen werden. Dann kritisiert er, wie das präsentiert wird, das Ganze. Also, dass es halt Optionen, Beispiele gibt. Also, die machen das immer so, wir machen vielleicht mal gleich eins, dass wenn ihr habt dann irgendeine Szene und dann könnt ihr halt irgendeine Lösung wählen und dann wird die eben 2 Minuten lang, wird die wohl abgespielt. Und dann seht ihr halt, ob die gut oder schlecht gewirkt hat, ne? Und das ist halt sehr schlecht, weil Szenen, die halt schlecht und schwachsinnig sind, die werden halt auch 2 Minuten abgespielt, sodass ihr einfach 2 Minuten euch Blödsinn anguckt. Kann man vielleicht jetzt Comedy ansehen, aber selbst für 2 Minuten ist das ein bisschen viel Comedy. Also nicht witzig dann an der Stelle. Das ist die zweite Kritik und die dritte Kritik, die er hat, ist einfach der technische Teil. Der ist halt auch miserabel. Man hört die Leute dauernd ins Mikrofon schnaufen und manchmal hören die sich blechern an, die Mikrofone. Also so, als ob ich. Das ist sogar noch schlimmer, als ich das mache und ich habe ja schon ein schlechtes Mikrofon, ne? Also deswegen hat er diese drei großen Kritiken wohl gehabt, ne? Und die sind aber sehr sachlich vorgebracht mit Beispielen hier in dem Video. Trotzdem hat er sich daran wohl persönlich gestört, dass der als nicht professioneller Super-Pickup mehr bezeichnet wird, von ihm zumindest, und hat das deswegen offline genommen, das Video. Ihr könnt euch, wie gesagt, das Ganze hier angucken. Das hatte wohl einen Vorlauf gehabt, dass es halt verschiedene Kommentare über Twitter gab und unter dem Video. Also der unter einen Twitter-Kommentar, den der Richard zum Beispiel gemacht hat an diesen YouTuber, war das hier vorne. Ihr 12 Subscriber gonna be like bla bla bla. Also worum es eigentlich geht, ist einfach, der sagt, du hast nur 12 Subscriber, er hat 15.000 damals gehabt, hat jetzt wohl in letzter Zeit durch die Kritik nochmal 2.000 dazu bekommen. Er sagt auf jeden Fall, der hast du eh keine Subscriber und deswegen ist auch unbedeutend, was du sagst. Das ist im Grunde genommen die Aussage hier, ne? Und der hat auch mehr Subscriber selber, der Richard, muss man sagen, der ist größer. Der hat halt 160.000 und da kann man den kleinen YouTuber schon bashen an seiner Stelle. Und die Frage ist halt nur, ob das nicht, also das ist ja irgendwo
Der will damit ja Druck ausüben, der will seinen Frust natürlich auch kundtun. Aber er hat halt versucht, in verschiedenster Art und Weise, und das ist nur eines von vielen Kommentaren, hat er halt versucht, beim YouTuber Druck auszuüben. Ein anderes war zum Beispiel, als er das Video selber kommentiert hat, hier unten drunter, wurde auch von vielen Leuten wohl geliked, ist wohl dieses, YouTuber hat in dem Video wohl, ich habe das gar nicht mitbekommen, er hat auf jeden Fall kritisiert, dass der Richard im Hotelzimmer sitzt. Das war hier vorne irgend so eine Szene. Hat das rausgenommen, das Bild? Okay. Man sieht es im Video, aber ich kann euch das hier auch vorne mal zeigen. Das hier irgendwo, machen wir mal gerade Ton aus. Also man sieht halt immer wieder, wie er im Hotelzimmer sitzt, aber es ist wohl nicht sein Hotelzimmer. Ich weiß auch nicht, warum das ein Streitpunkt ist. Auf jeden Fall, das ist dieser Raum, worum es so geht. Und da hat er wohl gesagt, das ist ja das Hotelzimmer und so weiter. Und da hat er wohl Anstoß dran genommen, unter anderem. Ne? Und er sagt, das wäre nicht das Hotelzimmer gewesen. Das ist halt sein Zuhause. Deswegen hängen da keine Bilder an der Wand und so weiter. Ne? Das sieht ja gar nicht wie ein Hotelzimmer aus, überhaupt nicht. Auf jeden Fall, ne? Das war wohl ein Anstoßpunkt. Und dann geht es wohl, der YouTuber hat gesagt, man soll halt sie natürlich auftreten, man soll sich selber treu bleiben. Ne? Das ist die YouTuber-Idee, weil der YouTuber hat halt kritisiert, dass der halt unter anderem auch sagt, man soll die Frauen anlügen. Ne? Einfach um denen zu zeigen, dass man spielerisch meint, dass man halt es nicht so ernst nimmt, das Ganze. Das wäre wohl eine gute Sache. Das sagt zumindest der YouTuber, ich habe das jetzt nicht im Detail geguckt, was der für seine Message hat. Und dann sagt er halt, dass das, ne, sagt er jetzt sarkastisch, dass das kein gut, also er meint auf jeden Fall, das wäre kein guter Ratschlag, to be do yourself, einfach weil die Leute, für die das Video ist, das sind wohl Virgin Nerd Shy Guys, ne? Das ist die Zielgruppe von dem Richard, so bezeichnet er die ja selber hier in seinem Kommentar. Und die wissen wohl nicht, wie man Frauen anspricht und so weiter. Und wenn die sich selber treu bleiben würden, dann würden die nie an Frauen drankommen, ne? Von daher ist für die Nerd Shy Guys, also wenn ihr das kauft, seid ihr halt ein Nerd Shy Guy, dann ist für die wohl die einzige Lösung, eben die Frauen anzulügen, ne? Das kann man hier herauslesen aus diesem Kommentar. Die andere Sache, die da mit reinspielt, wo auch, die hat ja eine Menge Sachen hier gemischt, ist wohl die Tatsache, dass der YouTuber kritisiert hat, dass Frauen auf der Straße angesprochen werden sollen. Zeig mal, ob ich die Szene sehe. Hier ist zum Beispiel so eine Szene hier vorne auf der Straße. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob man die sehen kann, wo die anfängt. Vielleicht kann ich die euch genau zeigen. Und zwar sagt er halt, man soll die Frau auf der Straße sich eher einfach in den Weg stellen und dann ansprechen, weil das wäre am wenigsten bedrohlich. Weil die andere Szene, die er hat, ich finde die jetzt natürlich nicht, die andere Szene wäre, ich gucke gerade, die ist hier irgendwo drin, weil das ist eigentlich schön, wenn man das zeigen könnte. Ich glaube, das war die, wo er sich hinter sie versteckt. Ich glaube, hier kommt das. Gucken wir mal gerade. Das war es nicht. Da ist er, genau. Also das soll man halt nicht machen, sagt er, ne? Wenn zwei Frauen in der Bar sitzen, sich hinten anschleichen, an denen schnüffeln und sie dann ansprechen, das wäre halt falsch. Besser wäre halt auf der Straße sich, ne, das ist halt die Szene, wie man es falsch macht, auf der Straße sich denen entgegenzustellen. Hier ist, glaube ich, die Szene gerade gewesen. Genau, so soll man das machen. Ne? Besser ist es halt auf so einem offenen Gehweg, sich ihr gegenüberzustellen und dann ist das ausgeblendet und dann sie anzusprechen. Das wäre halt viel weniger creepy, ne? Ist ein Ratschlag. Und der YouTuber war wohl mit dieser Meinung recht unzufrieden und meinte halt, dass es nicht so gut wäre und darauf geht das Kommentar ein. Worauf ich hinaus will, ist einfach nur, der YouTuber hat tatsächlich zu allem eine Szene gezeigt und hat das sachlich gemacht, das Ganze. Das heißt also, der Richard ist nicht hingegangen und das runtergenommen, weil das unsachlich war, die Kritik, sondern weil ihm die Kritik nicht gefallen hat und weil Kritik an seiner Person und seiner Technik, wie man Frauen aufreißt, ja, weil er Kritik eben an dem quasi genommen hat, die Essenz von ihm ist, womit er seinen Lebensunterhalt verdient. Und deswegen hat er jetzt gesagt, er will das Video nicht runternehmen von dem YouTuber, aber er nimmt es trotzdem runter, um ihm zu zeigen, dass er in der Machtposition ist, er das machen könnte und hat es dann einige Tage später wieder hochgebracht, das Video. Ne? Der Strike hat er, glaube ich, trotzdem noch, der YouTuber dafür. Aber er hat das Video erst runtergenommen, hat es dann wieder zugelassen. Nur um ihm zu zeigen, hat er gesagt, dass er eben die Macht hätte, es runterzunehmen. Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich da zwei Drähtefältchen in seinem Kopf berühren, aber das war auf jeden Fall seine Argumentation. Man kann das nachlesen auf den Twitter-Beiträgen. Er hat zwar die Twitter-Beiträge dazu auch wohl wieder gelöscht, aber der YouTuber, der hat die hier vorne, hat die alle rauskopiert und hat dann hier Screenshots, dazu, wo man das nochmal nachlesen kann. Und das wurde wohl auch nicht bestritten von dem Kameraden. Das Video wurde auch nicht runtergenommen bisher. So, und auf jeden Fall, die Grundfrage jetzt am Schluss wäre jetzt wahrscheinlich, worum das ganze Thema geht. Sollten Leute, die Programme, Spiele, irgendwas rausbringen, das Recht haben, YouTuber oder Magazin oder wie auch immer
zu bullien. Das ist ja das, was im Grunde genommen passiert ist. Erst hat er versucht, den halt damit zu erschlagen, dass der halt nicht sachlich wäre. Das hat aber nicht funktioniert, weil er sachlich war. Dann hat er versucht, eben mit Kommentaren zu erschlagen: Du bist ja eh winzig und kannst nicht recht haben, meine Followerschaft ist größer, deswegen habe ich recht. Ne? Das war der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war dann: Ich bin mächtig und ich zeig dir das jetzt. Und ich zeig dir aber auch, dass ich gnädig bin, deswegen werde ich das Video wieder hochgeben. Also er versucht halt alles, um quasi den High Ground, den Moral High Ground, so schön sagt im Englischen, zu erreichen. Ist natürlich alles daneben gegangen, ohne jede Frage. Das sieht man ja daran, dass das Video, was das eben beschreibt, auch extrem viele Likes hat. Also 11.000 Views und 1.000 Likes ist halt astronomisch. Solche Zahlen habt ihr normal nicht. Die sind normal so um einen Prozentpunkt. Also von den Views, die Likes. So, andersrum, von den Views, die Likes. Genau, ich war richtig. Auf jeden Fall, also ist das in Ordnung, wenn sich die Firma so da äußert, selbst wenn die am Schluss das dann doch nicht runternimmt, als ja nachträglich wieder hochgebracht. Ist das in Ordnung? Also meine Meinung ist, glaube ich, sehr eindeutig in dieser Hinsicht. Das hat es ja daran gesehen, dass ich da einfach ein Like an dieses Kommentar da unten dran gemacht habe. Ich persönlich finde das halt katastrophal für die Pressefreiheit. Einfach weil der eine oder andere YouTuber, der ist jetzt vielleicht nicht wie der Petty Jack, der hätte jetzt vielleicht wirklich Angst, dann öffentlich seine echte Meinung zu sagen. Es gibt ja Leute, die wollen mit ihr Geld verdienen. Ne? Ob es jetzt jemand mit 20.000 Abonnenten ist, wage ich stark zu bezweifeln. Aber stellt euch vor, ihr seid jetzt ein YouTuber, ihr habt irgendwie 100.000 Abonnenten oder was man da braucht. Und verdient jetzt euer Geld damit und ihr bekommt halt mit, dass sowas halt ab und an mal passiert. Werdet ihr nicht eher dann dazu geneigt sein, vorsichtiger in der Zukunft bei euren Videos zu kommentieren, weil ihr sonst euren Lebensunterhalt, den ihr dann verdient mit euren Videos, dass ihr Angst habt, dass ihr eben die Lebensgrundlage von euch dann verliert? Also es ist nicht so, dass auch diesen Blödsinn, den dieser Richard jetzt hier gemacht hat, ne, der total nach hinten losgegangen ist, dass das trotzdem schon problematisch ist, einfach weil es halt trotzdem einen Druck aufbaut bei YouTubern, auch vielleicht bei Magazinen. Also ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Gaming-Magazine, dass die auch nicht jedes Spiel negativ bewerten am Anfang, weil also die großen Firmen, die halt ganzseitig Werbung schalten in den Magazinen, werden das ja nicht im Magazin machen, wo auf der nächsten Seite im Testbericht steht, das Spiel ist scheiße, ne? Das würde ich halt als Firma auch nicht machen. Also von daher denke ich auch, dass da einen Zusammenhang gibt, aber da kann ich nichts nachweisen. Aber mein Verdacht wäre schon, dass das so funktioniert an der Stelle. So, auf jeden Fall, deswegen. Ich persönlich finde das hier schon problematisch, auch wenn es jetzt keine Nachwirkungen für den YouTuber hatte, außer dass er eben dadurch massiv gewachsen ist. 2000 Abonnenten sind wohl neu, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, aber was haltet ihr davon? Also da werden ja mal Kommentare gerne mal gesehen. Die andere Frage ist, wenn das wirklich so katastrophal ist, wie ich das jetzt interpretiere, und viele andere auch, warum hat denn der Super Seducer so eine riesen Followerschaft? Also ist das jetzt wirklich so, dass die Leute auf... Naja, also ich will jetzt mal kein böses Wort in den Mund nehmen, habe Angst, ich kriege einen Strike, aber ihr wisst schon. Ist es wirklich so, dass den Leuten das egal ist? Also wenn ich jetzt dran denke, das beste Beispiel ist ja, glaube ich, der Präsident aus Amerika, ne, der Trump. Der hat doch in seinem Wahlkampf dazu aufgerufen, Leuten die Fresse zu schlagen. Er bezahlt den Anwalt, hat er gesagt. Ich habe das live gehört. Und solche Leute werden halt auch offensichtlich ganz gewählt. Und so Typen wie der hier, die halt nicht nur in der Sache das katastrophal schlecht machen, sondern sich auch noch voll daneben benehmen, wie ich finde, hat dann auch über 100.000 Abonnenten. Ist es wirklich so, dass die Online-Community oder die Menschheit oder wie ihr es nennen wollt, ist es wirklich so, dass es so einen großen Anteil an Personen auf der Welt gibt, die schwer gegen die Wand gelaufen sind? Oder ist es so, dass ich einfach massiv was missverstehe hier an der Stelle? Also das ist ja sehr provokativ, das sehe ich auch, aber so ganz verstehe ich halt nicht. Also ich verstehe, es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben und Meinungen und so weiter. Aber wenn ein Präsident dazu aufruft, jemanden in die Fresse zu hauen oder Präsidentschaftskandidat, wie kann das zum Beispiel nicht geahndet werden? Oder wenn der jetzt hier zum Beispiel solche Sachen macht, ne, YouTuber versucht zu unterdrücken, Pressefreiheit zu unterdrücken und auch in der Sache Blödsinn macht, das ist ja katastrophal, was er anbietet, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Wieso hat er so eine riesen Followerschaft? Diesen Punkt, obwohl ich halt Wirtschaftspsychologie studiert habe mit, also ich verstehe den ehrlich gesagt bis heute noch nicht. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 166.000 Mann den jetzt abonniert haben oder so und so viel Millionen Amerika Trump gewählt haben, weil die einfach Spaß an Comedy haben und sehen wollen, wie das Land vor den Dings vor die Wand gefahren wird. Ist irgendwie schwer nachzuvollziehen, aber anders kann ich mir das nicht erklären. Na gut, das nur mal am Rande. Jetzt gehen wir mal in so ein paar Szenen rein, mal gucken, ob ich auch einen Strike bekomme dafür. Auf jeden Fall habe ich ein paar schöne Szenen gefunden. Meine Lieblingsszene ist, wo er ihr in den Hintern fasst und sagt, das wäre nicht gut. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier drin jetzt finde. Going in together is what a lot of guys Vollbild do. geht übrigens Doesn't hier work nicht. too well. Much better if one of Warte mal. Ich kann kein Vollbild machen aus irgendeinem Grund. confident and strong. Guck mal. Wobei, ich habe Vollbild auf YouTube. Die sind, glaube ich, besser, die Szenen. Lass mal bei ihm machen. Er hat ja ein paar schöne rausgesucht. Mal gucken. Wo fasst er denn den Hintern? Das war die Creepy-Szene.
Mal gucken, ob ich die finde. Also ihr könnt es euch auf YouTube ja auch einfach selber angucken oder für 2 Stunden kaufen. Das ist auch so ein Ding hier, die Frauen, die er da drin hat, das hat der YouTuber auch schön dargestellt. Ich bin nicht sicher, wofür die da sind, aber die wirken halt beide sehr gelangweilt, als ob die nicht im Raum mit ihm sein wollten. Und er redet halt, ob er Texte abliest. Also das wirkt auch nicht wie ein Super-Seducer, wenn man, glaube ich, also er sagt ja, man soll confident sein, also geht es um die inhaltlichen Sachen von dem Video, was ich bisher gesehen habe auch. Er sagt ja, man soll confident sein, also man muss Selbstvertrauen zeigen, ne? Man darf jetzt nicht wie so ein Pushover wirken für die Frauen. Und dann sitzt er halt sehr unnatürlich auf dem Bett von Frauen, die gelangweilt von ihm wirken, aussehen und liest halt von der Kamera ab. Das ist schon ein Widerspruch in der Message selbst, hätte ich jetzt gesagt, von das nicht ganz gut präsentiert. Aber ich suche gerade die Szene. Wir können einfach mal anmachen, wobei der redet immer dazwischen, leider, ist ja sein Video. Comfortable with some guy randomly. Ach, das ist ja die Szene, wo der entgegenläuft. Ich glaube, wir kriegen das ja auch nicht hin. Es ist schwierig, so Szenen rauszusuchen. Aber ich glaube, hier vorne kommt das direkt mit dem Hintern fassen am Anfang. You know, small boobs are okay, but I kind of like a handful. So let me just measure up. Klappt. This is the definition. Habt ihr gehört? Das ist nicht gut. Jetzt erklärt er, warum das nicht gut ist, dass man ja in die Brust fassen will beim ersten Date. Creepy, the kind of stuff that's going to get you arrested, thrown out of places by security and in all kinds of problems. We've included. Ja, und davon hat er halt irgendwie 50 Szenen. Das wird noch besser, da kommen gleich noch ein paar andere Szenen. Mal gucken, ob der das hier macht. Let me don't mind me saying, are you really nervous? Let me check. Your pulse is crazy. Das war mal eine gute Szene tatsächlich zum Deeskalieren, obwohl das Anfassen fragwürdig ist, wie ich immer noch finde. Aber das war die beste Szene, die ich bisher gesehen habe. Hier kommt, glaube ich, im Hinternfassen Szene. So I noticed was you just got like the most sexy ass and I just Whoa, excuse me? No, compliment. I will break off this arm and then tell me how you'll grab my ass. In the game that's cool, in real life totally illegal. No matter who you are or Genau, und solche Szenen kommen halt andauernd. Also das ist halt das Niveau davon. Das waren noch die kurzen Szenen. Der eine YouTuber hat eine Szene eingefangen, die ging knapp 2 Minuten, wo der halt eine falsche, was man nicht machen soll, in 2 Minuten darstellt. Ja, also inhaltlich ist das wirklich katastrophal gemacht. Muss aber sagen, er hat gut aussehende Frauen dafür gewählt. Also ich kann schon verstehen, dass manche Leute draufklicken. Das hat aber insgesamt wohl sehr gute Bewertungen bekommen, als ob wirklich die, ich habe den Namen wieder vergessen, die Super Virgin Nerds, Virgin Nerd Shy Guys, so heißen die, ne? Also die Virgin Nerd Shy Guys, die mögen das anscheinend, das zu sehen, weil die da viel rausnehmen, offensichtlich. Ja. Gut, das war für die Geschichte. Deswegen Pressefreiheit und Super Seducer. Was haltet ihr davon? Kommentare sind gerne gesehen. Und ich war schon versucht, tatsächlich 10 Euro jetzt auszugeben für 2 Stunden, mir die Videos anzugucken. Aber die sind tatsächlich so langweilig, dass auch der Entertainment-Faktor bei den schlechten Teilen nicht da ist. Auch wenn hier ein paar schöne Szenen eben bei waren. Und ihr könnt euch wirklich hier in 2 Minuten kriegt ihr eigentlich das Schönste schon fast. Oder auf dem YouTube-Kanal. Also, ja. Super Seducer. Go, go, sage ich nur. In dem Fall Sinne. Ciao, ciao.